Lieben Freunde, wir haben ja letztes Mal seltsame Dinge in diesem Zimmer erlebt und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Wir gehen jetzt mal wieder, der Teddy ist nicht mehr aktiv, wir gehen raus. Das hat mich echt ein wenig verunsichert, wäre jetzt das falsche Wort, aber ich will auch nicht sagen, dass ich Angst hatte, denn ich habe nicht gesungen und ich habe auch nicht amerikanisch gesprochen. Und dann war es nicht ganz so schlimm, aber es war schon sehr schaurig. Ich fand das schon sehr, sehr schaurig, muss ich sagen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier in diesem wunderschönen Zimmer, ob da... Oder das war das Badezimmer. Ne, da müssen wir... Ganz kurz... So. Die Spiegel möchte ich ganz gerne immer wieder alle mitnehmen, Freunde. Denn ich weiß, in den Spiegeln passieren seltsame Dinge. Und jetzt der nicht. Ich sehe gut aus. Frisch rasiert. Okay. Nein, passt. Also das, na, ich bin natürlich auch eitel, das wisst ihr ja noch. Und insofern, gut, das ist die Bürste, das ist, ich weiß nicht, wie sie. Gut. Dann gehen wir mal wieder raus. So, aber ich möchte das Zimmer sehen, wo das Bild drin war. Denn in dem Bild, da hatte ich ja, glaube ich, schon erwähnt, da verändert sich auch immer was. Da müssen wir, glaube ich, jetzt hier links gehen. Und dann war das, glaube ich, war das rechts oder was? Ich weiß nicht, wir müssen beide. Ach, das ist unser Laptop. Genau, unseren Laptop müssen wir uns auch gelegentlich mal angucken, denn auch da verändern sich Dinge. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gefahr. Heraufbeschworen. Du hast Gefahr heraufbeschworen. Lest ihr das, Freunde? Lest ihr das? Hier, du, wo war's, hast Gefahr heraufbeschworen. Ich glaube, im Anfang des zweiten Kapitels hatte sich auch gewundert, dass der Laptop an war, hat ihn dann ausgemacht und ich habe ihn jetzt nicht angemacht. Und das da habe ich schon gar nicht draufgeschrieben, das könnt ihr mir aber sowas von glauben. Okay, dann, das stand ja auch, wir werden beobachtet. Gucken, ob da mittlerweile ein Bild da ist, ich glaube es zwar nicht, aber... Ne, Snow, 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 yeah, yeah, yeah. Kann man da sonst noch irgendwas gucken? Hier ist nichts mehr drin, gehen wir los. Tatsächlich mal gucken, ob sich das Bild irgendwie verändert hat, denn genau, müssen wir, glaube ich, hier gegenüber, glaube ich, ne? Okay, wir gehen gleich direkt zu dem Bild. Schaut mal, da war da vorher weniger drauf, oder? War da weniger drauf? Ich müsste jetzt die alten Folgen nochmal angucken. Okay, what is that? Das war, glaube ich, der Pinsel und die Leinwand. Hat sich da irgendwas verändert? Was war das? War das ein Familienbild? Ich weiß gar nicht. Ach ja, Leonore. Okay. Leonora, das mag eine von den Frauen von Kano gewesen sein. Ich glaube, der war mehrfach verheiratet, der Kollege. Und, okay, können wir da nochmal dran? Immer wenn wir dran gehen können, gehen wir auch dran, denn, wie ich schon mal mehrfach sagte, es verändert sich immer. Das ist irgendwie, glaube ich, das war das Laprechaun-Kobold-Kostüm, ne, von George Stobart, ne? Ah, okay. Aha. Okay, hatten wir aber auch schon gesehen. Hier setzt sie sich, glaube ich, nur hin. Ach ne, da fragt sie nur, was ist das genau? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Können wir das... Achso, das ist das gleiche wieder. Okay, pardon. Gut, dann gehen wir mal wieder. Also, Don ist nicht da, ist nicht in seinem, wie soll ich sagen, Labor. Wir haben letztes Mal das Kindergeschrei gehört und das war alles andere als einladend. So, und ich glaube, wir müssen jetzt als erstes, weil in das Zimmer würde ich gerne rein, in die verschlossene Tür. Wir wissen, da steckt ein Schlüssel, ne? Und, guck mal, ob Dawn mittlerweile zu Hause ist. Dawn? Hallo? Dawn? Dawn? Kein Dawn.
Okay. Gut, das waren die Kanuzimmer. Ich glaube, da wird sich auch nicht viel verändern. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt mal nach draußen und gucken noch mal in der Scheune nach Henriette und dann gehen wir nochmal nach hinten. Wir müssen uns überall leider immer wieder ein bisschen umschauen. Da geht kein Weg dran vorbei. Wo kommen wir denn da nochmal hin? Ihr wisst ja, eine Spiegel 45 und Orientierung ist nicht unbedingt okay. Okay. Kommen wir da nochmal hin? Ach, da war die Gruft. Okay. Da konnten wir aber, glaube ich, noch nichts machen. Und ich meine, das wäre auch nicht so. Wir können trotzdem kurz mal gucken. Okay, da guckt sie sich kurz um, aber da ist nichts, was er. Na, aber ich muss leider so akribisch vorgehen, weil ich möchte ja gerne alles mitnehmen. Ne? Ich möchte jede Veränderung versuchen, irgendwie festzuhalten. Ne? Und insofern. Aber ich glaube, da ist wirklich nichts. Gut, da kommen wir aktuell. Okay, da können wir noch nicht hin. Jetzt ist der tote Baum hier angezeigt. Gut, der Sprung ist zu weit, das sagt sie dann auch. Ich meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne, dann müsste Cyrus uns bei diesem Baum irgendwie behilflich sein. Ne? Der gute Cyrus, jetzt kommen wir jetzt hier hin. Okay. Alright. Okay. Gucken wir uns das nochmal an. Right. Aber ich glaube, da war auch erstmal nichts zu entdecken. Kommen wir da weiter? Genau, wo geht's denn da weiter hin? Das sieht auch sehr, sehr einladend aus, muss ich schon sagen. Okay, aber da können wir, glaube ich, auch nichts machen. Flummdumm. Okay, gut, dann mein Vorschlag zur Güte. Wir gehen nochmal in der Scheune. In der Scheune gehen wir nochmal schauen, was da nach... okay, gehen wir mal da lang. Und hier ist auf jeden Fall ein schönes Picknick, denkst du? Hier gehen wir mal lang. Dann gehen wir nochmal, glaube ich, gehen wir hier lang. Wo war die Scheune? Ich glaube, die Scheune war die hier, die Scheune. Ich glaube, die war hier, ne? Gehen wir mal rein, mal gucken, was, ob Harriet oder Cyrus noch irgendwas zu sagen haben, ne? Okay. Edwin, was bleibst du so? Wo sind die beiden? Ach, genau, wir wollten uns den Nagel, wollten wir uns holen, genau. Ja. Die sind noch tot, okay, da kann man nichts mit machen. Dann gehen wir mal dahin. Erin, wir holen uns jetzt, glaube ich, den Nagel. Damit müssten wir auch theoretisch, glaube ich, in das, dieses geheimnisvolle Zimmer kommen, wo der Schlüssel von innen steckt. Ne? Wir machen einen alten George Stobber-Trick, ne? Von wegen, ne? Zeitung durchschieben, dann Schlüssel raus und dann rausziehen und reinziehen. Das ist eine ganz komplizierte Sache. Okay, Erin, ne? Das, ja. Ich breche das ehrlich gesagt alles ungern ab, ne, weil ich das macht so für mich so ein bisschen die Atmosphäre kaputt. Ne, wir können uns ein bisschen Zeit nehmen, wenn ihr irgendwann sagt, bitte rasch ein bisschen schneller durch, dann ne, können wir auf jeden Fall gucken. Aber ich genieße das Spiel auch, muss ich sagen, ne, weil ich habe das so. Pass mal auf, jetzt hier den Hammer, ne, da müsste man doch mit Sicherheit. Yep. Was ist das, ein Nagel oder was genau ist das? Das runtergefallen? Oh no, ich glaube. Den hat es jetzt. Zack, nicht mal weg. Ist es das? Gucken wir uns mal ganz kurz hier an. Jupp, ist ein verbogener Nagel. Cool. Gut. Damit müssten wir theoretisch sogar die Tür im Mund. Ich leg dich mal ganz kurz weg. Theoretisch sogar die Tür aufkriegen. Und das schauen wir dann mal. Ich möchte auch gelegentlich mal den Hintkeeper befragen. Jetzt nicht, weil ich wirklich Hints haben möchte, sondern einfach nur, um euch zu zeigen, was der so sagt. Machen wir jetzt einfach mal. Drücken wir da mal drauf. Also gucken, was er zu sagen hat. Das Haus wartet. Also relativ sparsam die Information. Das Haus wartet. Ja, ja. Jetzt wissen wir, das Haus... Oh, jetzt habe ich es abgebrochen. Wollte ich gar nicht. Das Haus wartet. Und gut, wir müssen jetzt auf jeden Fall schauen, ob wir den Raum mit dem George-Sobber-Trick und Zeitung und so aufkriegen. Das wird mich schon brennend interessieren. Und wir gucken. Kommt die schöne Sequenz? Ich möchte so gerne die schöne Sequenz nochmal sehen. Den Schwenk auf die Halle. Ich glaube, der kommt nur einmal in der Woche im Kapitel. Because, ne, wir müssen vermutlich wieder verlassen den Besitz und dann könnte ich das auch abbrechen, aber ich feiere diesen Wandteppich so ohne Ende. Ne? Und
Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Schiss habe ich schon. Ne? Wir müssen hier hoch, ne? Weil Dorn rührt sich nicht, ne? Wir gehen jetzt mal hier die Treppe hoch und da. So, pass mal, jetzt müssen wir. Wir haben ja gesehen, das ist eine Zeitung. Ne? Die gucken wir uns auch noch mal ganz kurz an. Ich weiß gar nicht, ob wir uns die schon angeschaut haben. Mal hier. Kann da irgendwas lesen? Nein, ne? Okay, ich glaube, wir haben die schon geschaut, ne? Genau. Jetzt nehmen wir die Zeitung und dann schieben wir dann. Der alte George-Sober-Trick, der müsste funktionieren, ne? Na also. Wie ich schon mal sagte, ne, die Sprachausgabe ist immer ein wenig seltsamer, aber es ist ein very amerikanischer, aber ist okay. Wir nehmen jetzt hier den wunderschönen Nagel. Nehmen wir doch bitte mal den Nagel und dann nehmen wir nochmal die Tür und dann stockern wir à la George Stobart, ne, in den besten Zeiten. Das da mal raus und holen uns den Schlüssel. Ja. Funktioniert. Yeah, es funktioniert. Es hat funktioniert. Okay. Then, baby, please take the newspaper. Alright. Got the key? Okay, die Zeitung steckt sie wieder ein. Das ist eine gute Sache. Macht sie sehr klein, ne? Gut, wo ist jetzt der Schlüssel? Ah. Schlüssel, Sesam, öffne dich. Oh Gott. Ja. Gut, Miss Delaney, dann mal einen Vorschlag zugute. Mag mal auf. Oh my God. Wo sind wir hier gelandet? What is that? Was ist das für ein Zimmer? Da ist auf jeden Fall ein rotes Buch. Das gucken wir uns jetzt erstmal ganz in Ruhe an. Der Vampir von Pauli Dory. Für Malcolm von Zoltan. Malcolm? Der alte Kerl in der Stadt. Sieh. Steck es ein. Ah, sie hat gesteckt es ein. Das ist gut. Wir gucken an. Der Vampir von John Polidori. Ein schöner Buch. Gefällt mir gut. Okay, pack mal wieder weg, Baby. Kommen wir hier noch irgendwas? Aber das Fenster. Der Bett, wir gucken erstmal aus der Fenster. What the hell is that? Da ist auf jeden Fall irgendwas. Vielleicht ist das. Wir sind auf jeden Fall wirklich auf einer Insel. Und wir haben kein Fernglas. Okay. Gehen wir mal. Das ist das Bett. Wer hat denn hier gepennt? Ob Malcolm hier gepennt hat? Können Sie das Bett mal angucken? Machen wir mal.
Sah auf jeden Fall elegant aus. Adrian, das passt mal auf, dann... Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, das richtig mir... Ich weiß nicht, meine Grammatik verabschiedet sich so langsam. Ich glaube... Oh, sie macht das wieder zu. Ich glaube, man kann mit dieser Holzwand auch nochmal... Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, musste mit der Holzwand irgendwas machbar gewesen sein. Hier mit der Wand. Da konnte man auch irgendwas machen, aber jetzt kann man anscheinend nichts machen. Ich meine, man könnte sogar mit dem Hammer irgendwas, aber das ist wahrscheinlich später. Ich meine, irgendwie die Wand, die gehört da nicht hin, Freunde. So, okay. Gut, jetzt gucken wir nochmal auf den Hintkeeper, ob wir hier jetzt erstmal alles soweit erledigt haben oder ob wir jetzt tatsächlich nochmal zu Malcolm fahren sollten. Ne, deswegen ist der Hintkeeper eine coole Sache. Man hat so eine gewisse kleine Orientierung und der verrät auch nicht so viel. Ihr habt ja gesagt, ne, gehört irgendwie, das Haus wartet und bla bla bla. Ich klicke nochmal drauf. Jemand in der Stadt weiß alles. Finden Sie ihn. Okay, mit anderen Worten, wir müssen jetzt auf jeden Fall raus. Na, wir haben jetzt eigentlich... Das ist halt so jetzt meine Vorgehensweise, weil ich möchte nichts verpassen. Ich möchte jede Veränderung irgendwie echt mitnehmen. Und ihr werdet sehen, da werden schreckliche Dinge auf uns warten. Vertraut mir, also wirklich schreckliche Dinge. Also das sage ich jetzt nicht nur um... Ne, ich habe das Spiel schon mal gespielt und das ist, ne. Gut, wir gehen mal runter, ne. Ich denke mal, der gute Don wird immer noch nicht da sein, ne. Und wir müssen also jetzt in die Stadt, ne. Und ich denke mal, Malcolm, wir haben das Buch von Malcolm gefunden. Na, vielleicht hat der gute Malcolm irgendwas zu erzählen. Die Wahrsagetante haben wir im dritten Kapitel jetzt schon klar gemacht. Mit Henriette und Cyrus... Können wir nicht mehr sprechen, haben wir nicht mehr sprechen können. Die waren irgendwie tot, aber das ist ja nicht mehr aktiv, ne? Wir schauen mal. Den Teppich finde ich immer noch wunderschön. Lieber, dann sage ich jetzt mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und vorbei. Wie gehabt in diesem Sinne ab in die Rinne, Freunde. Also, ich war gerade ciao, ciao. Und wir fahren dann nächstes Mal in die Stadt. Liebe Leute, macht es gut. Euer Spiel geht für 45 Geister hier.